Jeg griber på de taler om tur, vi immer im Sommer. Prävention ist das Thema. Was sind die Schwerpunkte heute hier in Bad Arolsen? Also unser Schwerpunkt liegt wieder mal im Einbruchschutz, aber auch alle anderen Fragen werden natürlich von uns immer gerne beantwortet. Jetzt ist Sommerzeit, Ferienzeit normalerweise, oft auch Einbruchszeit. Corona hat das ein bisschen verändert. Ja, dieses Jahr verreisen aber doch wieder sehr viele Leute, weil die Reisebeschränkungen ja aufgehoben sind, sind sehr viele Länder nicht mehr als Risikoländer gekennzeichnet und das nutzen die Leute aus, sind nicht zu Hause und dementsprechend können das Einbrecher derzeit auch wieder ausnutzen. Ein ganz großes Thema ist natürlich auch in der Prävention online. Fake-Shops, falsche Polizeibeamte, Love-Scamming, Bankbetrüger, wie auch immer. Auch da bietet die Polizei eine umfassende Beratung. Natürlich. Wir haben da regelmäßig Vorträge, gerade bei älteren Menschen, in Netzwerken für ältere Menschen gehen wir sehr gerne auf diese Themen ein, weil diese Themen halt auch hauptsächlich ältere Menschen betreffen, gerade was falsche Polizeibeamte, Enkeltrick und so weiter angeht. Love-Scamming ist noch nicht ganz so präsent bei uns, wird eher in Online-Seminaren von Drittinstitutionen berichtet. Wenn Sie Schwerpunkte setzen möchten in der Prävention, ich meine, ist alles gleich wichtig, aber was ist nach Ihrer Ansicht heute mit absolut hoher Priorität zu behandeln? Also definitiv die Seniorenkriminalität, die sollte ganz weit oben sein bei uns, weil es sind halt immer die Schwächsten, die angegriffen werden und das sind nun mal die Senioren, die vielleicht nicht so, die anders erzogen worden sind, die viel vertrauensseliger sind gegenüber Fremden und die muss man auf jeden Fall schützen, weil die sind ganz klar derzeit in Gefahr. Polizeioberkommissarin Elke Weber hier in Bad Arolsen, die Schutzfrau vor Ort. Schönen guten Tag, Frau Weber. Guten Tag. Frau Weber, Schutzfrau vor Ort ist ein Konzept, in dem der Schutzmann, die Schutzfrau durch das Städtchen läuft, Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern sucht, zu Läden, auch in Seniorenheimen geht. Wie wichtig ist dieses Konzept für die Prävention? Ich denke, es ist sehr wichtig, weil man so die Prävention bzw. die Vorbeugung den Bürgern nahebringen kann. Also die stellen Fragen an mich, was sie bewegt. Dieser Kontakt ist einfach da, wenn zur Dienststelle würden die jetzt nicht so kommen. Und wenn ich zu dem Bürger gehe, dann kommen schon mal im Gespräch Fragen und ich kann auch auf was hinwirken, wo ich weiß, da sind Schwachstellen, gerade zum Beispiel, jetzt war ich hier im Seniorenheim. Dann gibt es so ein Konzept, Klauer gegen Schlauer heißt das. Man kann einfach aufmerksam machen auf Sachen, wo man sonst nicht die Möglichkeit so hat. Ansonsten geht man ja eher zur Polizei, wenn man repressiv, also eine Anzeige erstatten will, dann ist es ja schon zu spät. Und ich versuche einfach vorbeugend hinzugehen, sowohl zu Jugendlichen als auch hier in der Stadt Bad Arolsen, dann bei den Geschäftsleuten, um auf Schwachpunkte aufmerksam zu machen oder auch zu hören, was bewegt den Bürger, wo gibt es vielleicht Ansätze für uns, wo erfahre ich was, wo wir ansetzen können mit unserer Arbeit. Die Polizei hat manchmal auch das Problem, dass man sie lieber von hinten wie von vorne sieht. Deswegen sind solche Maßnahmen ja sehr wichtig als vertrauensbildende Maßnahmen. Man kennt das Gesicht, man kennt den Namen. Macht das auch den Job einer Polizistin einfacher? Für mich ist es schöner. Es ist wirklich schöner, wenn der Kontakt, die sind dankbar, die Leute, die freuen sich. Das gibt mir auch was. Das ist wirklich sehr schön, wenn man dahin geht, man kriegt Dankeschön gesagt. Das ist sehr schön, ja. Na. Erfährt man auch manchmal Dinge auf dem kleinen Dienstweg, wo man, also ich meine der kleine Dienstweg, ohne dass gleich die große Anzeige dahinter ist, wo man dann, man hat ja auch einen gewissen Handlungsspielraum als Polizeibeamtin, wo man das auf einem kleinen Dienstweg regeln kann, um Friede in einem Städtchen zu halten? Bei manchen Sachen mag das so sein, wobei, wenn, also ab und zu bleibt ja gar keine Möglichkeit. Wenn man was erfährt, habe ich den Handlungszwang, muss auch eine Anzeige erstatten. Ich sage das dann auch im Gespräch, damit mein Gegenüber genau weiß, wie ich handeln muss, wenn ich was erfahre. Ja. Schutzfrau vor Ort. Ja. Elke Weber, vielen Dank.